kann Sparta Lichtenberg auf den ersten Sieg einen zweiten folgen lassen. Der Aufsteiger zu Gast bei Tennis Borussia Berlin im Mommsen-Stadion. Und nach 6 Jahren Berlin-Liga. Also das erste Auswärtsspiel in der Oberliga für die Gäste in Rot. An sich ein echtes Spitzenspiel zum frühen Zeitpunkt in der Saison. Auch Tennis Borussia hat das erste Spiel gewonnen. Die Gastgeber traditionell in Lila. Der leichte Favorit, der ehemalige Bundesligist. Sparta von links nach rechts gleich defensiv gefordert. Das ist eine gute Hereingabe und das ist das 1:0. Ganz, ganz früh in der Partie. Chadi Ramadan mit dem Treffer. Zweite Spielminute. Die Gästeabwehr einfach einen Schritt zu spät. Nicole in der Mitte, dann auch unglücklich. Da fehlen Millimeter. Promotka dann chancenlos aus der kurzen Distanz. Und dann steht es hier 1:0. Und die Hausherren rollen gleich den nächsten Angriff. Distanzschuss und auch der ist drin. Das 2:0. Dombrowe in der 12. Spielminute. Promotka sieht da nicht gut aus, der Gästekeeper. Ball setzt unglücklich auf, eventuell war die Sicht versperrt. Aber es ist eine kalte Dusche für die Gäste. Die dann auch mal kommen, Günaydin mit der ersten Chance. Aber insgesamt der ehemalige Bundesligist, die Hausherren einfach stärker. Nächster Distanzversuch. Amamo war das. Zu unplatziert. Aber jetzt aufgepasst. Traumhafter Pass aus der eigenen Hälfte. Karabiek. Exzellent im 1 gegen 1. Und dann Kromotka auch mal stark. Bleibt vorerst beim 2:0. Dann schlägt das Wetter extrem um. Kann diesen Fauxpas aber nicht ganz erklären. Und dann Kromotka ins eigene Tor. Ganz, ganz viel Schützenhilfe bei diesem Treffer. 29. Spielminute. Natürlich ist das unglücklich von Kromotka. Der liegt dann betröppelt da. Aber in der Folge zeigen die Gäste sehr, sehr starke Moral. Nur kurz nach dem 3:0. Ping-Pong da im 16er. Und dann lauert da hinten einer. Nicole mit dem Schuss und mit dem Tor. Der Treffer für die Männer aus dem Bezirk Lichtenberg. Grimmiger Blick. Und der hat was zu bedeuten. Nämlich wir wollen das Spiel hier noch drehen. Sparta ist noch voll da. Natürlich auch hier mit etwas Hilfe der Abwehr der Hausherren plus dem Regen fällt hier das Tor. Dann gehen wir tatsächlich schon in die Kabine. Die Führung auch in der Höhe verdient für TB. Doch der zweite Durchgang. Er sollte noch viel, viel Spannung bieten. Situation eigentlich geklärt. Günaydin versucht es und dann ist er tatsächlich drin. Marian Felix Polster, 51. Spielminute, Sparta ist zurück. Und natürlich ist da viel Glück dabei, Günaydin schießt den Gegner an. Doch dann steht einer goldrichtig und das Spiel plötzlich wieder heiß. 51. Spielminute, Torhüter Gäste, Torschütze war die Nummer 6, Luca Börger, der rechte Strafe. Doch dann wieder die Hausherren. Routiniert. Die kennen solche Situationen natürlich und machen dann tatsächlich den vierten Treffer. 59. Spielminute. Amamo mit dem Tor. Auch der Zeitpunkt wichtig. Sparta war im Kommen. Doch diese Attacke auch wirklich toll vorgetragen. Das stimmt alles von vorne bis hinten. Die Abwehr einfach ausgehebelt. Wieder 2 Tore vor, also für die Gastgeber. Dann nochmal Sparta. Und da fehlt dann auch das nötige Glück.
Bauer im Kasten. Der Gastgeber hier auch sehr, sehr stark. Und dann ist tatsächlich Feierabend. Tennis Borussia Berlin gewinnt eine wilde Partie am Ende verdient mit 4:2 gegen Sparta Lichtenberg. Setzt sich damit fest in der Spitzengruppe der Oberliga. Auch Sparta muss sich nach dieser Leistung nicht verstecken.